Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das Kron DLC. Ja, wie man sieht, ich stehe hier vor einer Ruine, wo sich höchstwahrscheinlich noch ein weiteres Reggie Pokémon befindet. Und ja, wir knöpfen uns das und hoffentlich noch die anderen legendären Pokémon in diesem Part vor. Und ja, man muss ihr wahrscheinlich wieder so Rätsel lösen, so wie damals in Rubin und Saphir. Und ich habe hier schon mal durchgelesen, ne? Na, nur auf der Tür steht das geschrieben. Das ist ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Und ich habe so eine Vermutung, was ich hier machen muss. Und wenn das stimmt, dann bin ich ein verdammtes Genie. Also los, wir gehen jetzt mal hier vor der Tür und wir machen, er hat ja gesagt, ein helles Geräusch. Das hat echt geklappt. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin ein verdammtes Genie, ey. Einmal pfeifen und fertig. Geil. Mann, bin ich gut, ey. Bin ich gut. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Lag hier gerade was? Oder war das nur so Sound, Spezialeffekt, irgendwie so weit? Ja. Eine unglaubliche Stahlenergie strahlt vor dieser Statue aus. Ich möchte sie untersuchen, klar. Gigigi. Und da ist er. Registier. Krass. Ich weiß nicht, dass das funktioniert hat gerade. Okay. So hart sind diese Rätsel dann also nicht. Ich weiß nicht, was man bei der anderen Ruine machen muss übrigens. Habe ich noch nicht nachgeguckt, aber ich werde mal raten, dass ich das auch irgendwie schaffe. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis ich dich runterhaue kann. Ich könnte mal Psycho-Klinge einsetzen. Ach, warte mal. Nicht sehr effektiv. Das war ein Volltreffer. Okay, dann können wir noch mal draufhauen. Ich finde es ein bisschen traurig, dass wenn man die legendären Pokémon in diesen Deiner-Nestern trifft, dass man da nicht deren legendären Musik hört. So bei Suisun oder bei Raikou. Und so, ne? Weil ich ein bisschen schade finde. Ich meine, früher in Pokémon Schwarz und Weiß 2, da gab es ja auch dieses Turnier, wo du gegen Trainer und Champions, also Arenaleiter und Champions von älteren Pokémon-Spielen kämpfen konntest. Und immer wenn du dagegen welche gekämpft hast, die haben dann irgendwie, die sind dann mit ihren eigenen Themen angekommen. Da hast du, weiß ich nicht, gegen Siegfried gekämpft zum Beispiel, der kam dann mit seinem Champion-Thema aus Gold, Silber und Kristall, beziehungsweise Hardgold und Soul Silver. Und hier kommen sie nur mit so normalen, so Geiger Max Musiken dann. Ich meine, die Reggies haben wenigstens ihr eigenes Lied, das ist schon mal gut, ne? Aber trotzdem, ich habe mir da schon gewünscht, dass die für jedes Legendäre auch passenden Lieder reinpacken. Weil die Lieder sind doch nicht schlecht. Der kann mir jetzt nicht sagen, dass irgendwie Pokémon Schwarz und Weiß hat geschafft hat. Und hier so eine Next Generation Konsole der Switch. Das ist halt unmöglich gewesen. Bezweifle ich ehrlich gesagt. Genauso wie ich mir irgendwie noch schlecht vorstellen kann, dass es immer noch keine Synchro gibt in den Pokémon-Spielen. Keine Sprachausgabe. Ich meine, dieses Spiel hat das irgendwie jetzt schon geschafft. Legend of Zelda, Fire Emblem, da gibt es jetzt überall Synchro. Nur Pokémon hängt neu hinterher. Keine Ahnung, warum ich jetzt davon auch reingepackt habe, aber egal. Obwohl ich sehe, ich weiß genau, woran das liegt. Das liegt daran, weil man seinen Charakter benennen kann und der Name des Charakters wird von so gut wie jedem ausgesprochen. Deswegen, ja. Aber das kann man auch irgendwie umgehen. Im Fire Emblem kann man sich zum Beispiel auch umbenennen. Und ja, weiß ich nicht. Die nennen einen halt nie beim Namen. Also da kann man locker umgehen. Final Fantasy 10 hat das auch schon geschafft, damals für PS2. Dann spricht man halt einfach nicht den Namen aus. Fertig.
So schwer ist das doch jetzt auch nicht. Hallo? Dann geben wir einen irgendwie so einen Spitznamen. Fire Emblem wirst du zum Beispiel mal Professor genannt. Weil man halt der Lehrer von den Charakteren ist. Wir haben doch die Technologie. Oh wow, das war nicht stark. Weißt du was, ich kann ja auch eigentlich wieder den Meisterball einsetzen, damit wir einfach nur sehen, ja, den Pokédex-Eintrag, um uns Zeit zu sparen. Ich werde das Viech sowieso offscreen nochmal neu fangen, weil ich ganz sicher nicht das richtige Wesen und also was alles bekomme. Und ja, ich weiß, man kann die Wesen mit Minzen und so beeinflussen, aber das Problem ist, das ursprüngliche Wesen wird immer noch irgendwie angezeigt und das stört mich. Wenn wir in 10 Minuten das Ding nicht gefangen haben, also wenn wir unter 10 Minuten, wenn wir über 10 Minuten ja haben und das Ding ist immer noch nicht gefangen, dann setze ich Meisterball ein, um Zeit zu sparen. Sonst wird das nervig hier. Ich will mich eigentlich nur selber beweisen, dass ich einen Pokéball benutzen kann, um die Dinger zu werfen, okay. Ich mache das aus Prinzip, Leute. Das macht Sinn, oder? Bestimmt die einzige Person, die nur Pokébälle auf der Welt einsetzt, oder? Bestimmt irgendwie so Leute, die so sagen, ja, Hyperbälle sind für Casuals oder so. Da bin ich die einzige Person. Ach man. Komm, bleib drin. Ich weiß bis heute noch nicht, warum die diese... Also nicht. Ich finde das bis heute immer noch nervig, dass man so viele Versuche braucht, um ein Pokémon zu fangen. Ey. Sollte echt irgendwie davon abhängig sein, wie viel AP noch übrig sind und so. Oh mein Gott, weil sowas ist echt nervig. Ey. Und jeder hatte schon mal diesen Moment irgendwie, wo die 10.000 Bälle geworfen haben und irgendwie bleibt das blöde Viech immer noch nicht drin. Oder auch jedes Legendäre jemals, das es jemals gab. Okay, ich hab die Schnauze voll. Ja, komm jetzt hier rein, verdammt. Warte, jetzt hier nicht 10 Minuten, bis ich hier dich blöd Viech gefangen habe. Ja, was erreichen hier in diesem Part? Lass sie, Registil wurde gefangen. Ich habe so viele Meisterbälle. Okay. Ja, es besteht aus einer seltsamen Substanz, die robuster als jedes Metall, jedoch zugleich auch weich und elastisch ist. Okay, cool. Ja, und jetzt Unfall machen, als ich meine. Ach, man kann auch ja irgendwie lesen, ne? Erster, der Leben. Was soll Regi Eis sein? Grün ist auch weißlich, bläulich so. Beep, beep, beep. Hallo, hallo, ich bin's, Pionier. Warte mal, ob es dir noch alles bei dir alles noch im Lot ist. Wie bitte, du hast den Stahlgiganten Registil begegnet. Gut gemacht, Expeditionsleiter. Respekt, aber jetzt nicht nachlassen. Die anderen Giganten wollen auch noch gefangen werden. Okay, so zu dem einen Ding kann man sich, glaube ich, noch hin teleportieren. Ne? Ganz locker flockig hier. War das hier? Ich glaube hier. War das, ne? Oder da unten? Ne, hier ist das andere. Da brauchen wir, glaube ich, alle drei. Das sind das andere dann nochmal. Bett des Giganten. Da waren wir auch schon, oder? Ja. Oh Gott, wo waren jetzt nochmal andere? Uralter Friedhof, Bett des Giganten, Sohle des Giganten, da muss das ja an sein, ne? Also ich habe alle Türen schon mal angesprochen, deswegen dachte ich, man kann sich jetzt zu jeder ja hin teleportieren. Nachdem ich ihn nämlich angesprochen habe, konnte ich mich zu ihnen hin teleportieren. Also aber bei dem scheint das nicht der Fall zu sein. Doof. Sohle des Giganten. Ich glaube, da hinten, ne? Oh Gott, ich hasse dieses Gebiet hier. Du kommst ja nicht durch, ohne dass irgendwie so ein fettes Ding irgendwie vor dir landet und den Weg blockiert. Ey. Diese Pajiranaras, die stehen auch die ganze Zeit davor.
tauchen immer direkt vor die Nase auf. So. Wo ist jetzt? Ich glaube, ich bin ja falsch. Oh mein Gott, ehrlich. Lasst mich in Ruhe. Ich will legendäre Pokémon fangen. Ich habe euch schon alle. Ich brauche euch nicht mehr. Ihr seid nutzlos für mich. So. Aber wenn das hier nicht ist, wo ist denn das dann? Also warte, lass mich mal Schutz einsetzen. Ich habe noch nie Schutz eingesetzt hier in dem Spiel, glaube ich. Funktioniert das eigentlich? Wo ist das überhaupt? Ja, Top-Beleber. Gute Frage, ne? Wo sind denn hier Schutz? Ich müsste eigentlich welche haben. Ich habe, glaube ich, fast noch nie was verkauft, also. Ja. Aber wie funktioniert denn da? Tauchen jetzt nicht mehr auf, hauen so von mir ab oder so. Hat's voll gebracht. Super. Was bringt Schutz? Nee, Schutz. Wir tauchen die trotzdem auf. Bett des Giganten, Sohle des Giganten. Sind diese Giganten Dinger nicht da, wo die ganzen Regis sind? Da waren wir schon. Musst du an hier sein, ne? Aber da ist nichts. Das wäre so eine Spur. Die müssen wir uns auch noch kümmern, ne? Ich weiß gar nicht. Eine habe ich schon zu 100% gefunden, aber ich habe noch nicht mit Sania oder so gesprochen, um zu gucken, was das bedeutet. Alter, wie kurz hält denn das? Das ist Top-Schutz. Hat er nicht immer so 200 Schritte oder so in älteren Spielen gehalten? Ja, schon geöffnet. Wo sind wir hier? Bett des Giganten. Hä? Hier war ich schon, hier war ich schon. Da war ich schon. Dann muss das hier sein. Was? Nee, was? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Sind noch irgendwo einer in der Nähe? Ich habe doch diese legendären Notizen. Kann ich das da irgendwie sehen? Oh nee. Legendär Vogel Pokémon, stimmt. Müssen wir auch noch machen. Was ist das hier? Im Herzen der Schnee. Schneeschlucht liegen die Ruinen, den Eis und Stöpfen. Ja, ist in der Schneeschlucht. Ist ja nicht am Anfang. Schneeschlucht. Da, okay. Oh mein Gott, da ist schon wieder voll blöd zu erreichen, glaube ich. Boah. Diese blöden Viecher, ey. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen mehr erreichen heute, aber wenn mir alles hier in die Quere kommt, schaffe ich das nicht mehr. Ich will mindestens noch die Regis heute schaffen. Kann ja aber nicht so schwierig sein, ja. Schneeschlucht. Schneeschlucht. Das muss hier oben lang sein, ne? Ich hätte gerne eine Karte. Das ist auch eine so diese Sachen, die ich gerne im Pokémon hätte. Also Pokémon hat voll viel Potenzial, irgendwie noch besser zu werden, aber irgendwie nutzen die nicht so viel aus, habe ich so ein Gefühl. Animation überspringen, eine Karte, so Kleinigkeiten. Jedes Pokémon-Fans Herz höher schlagen lassen. Aber das ist bestimmt da, ne? Pass auf. Oder wo bin ich hier? Da ist Metaverse eiskalt. Ja, nö. Da, ich habe echt noch nie gefunden. Hm.
wollte schon sagen, okay. Was stand da? Erscheint eine Seite eines lebendigen Schneekristalls. Ich habe sowas von schon eine Ahnung, was ich da machen muss. Schneekristall. Das könnte entweder hier McFlurry sein oder das hier. Aber da eine Viech durch die Schneelande erst erschienen ist, nehme ich mal an, wir müssen das nehmen. Ne? Wo ist es? Ich weiß nicht den Namen von diesen Dingen. Das aussieht wie eine Schneeflocke. Wo ist es? Da. Frigomentry. Okay. Ich habe mir die etwas schwieriger vorgestellt, die Rätsel, wenn ich ganz ehrlich bin, aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu gut, ne? Okay, das war wirklich das zweite, was mir in den Sinn gekommen ist. Erst wollte ich hier Dings an erste Stelle packen. So. Animationen sind ja immer noch an, ne? Ich habe ja nichts geändert. Boom. 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 Ich frage mich echt, ob einige jüngere Spieler hier davor sitzen und sich denken, was muss ich machen? Hier sind Punkte auf dem Boden. Was zum Teufel bedeutet das? Weiß nicht. Eine unglaubliche eiserne Gestalt von dieser Statue aus. Möchtest du sie untersuchen? Ja, natürlich möchte ich das. Yeah. Und da ist der dritte Regi-Eis. Den schnappen wir uns auch noch. Erstmal versuchen wir ihn natürlich normal zu fangen. Gib den 3 Minuten. Dann werfe ich mit Meisterball. Ich werde ihn natürlich auf normale Weise fangen, weil ich meine Meisterbälle nicht verschwenden will. Auch wenn ich wirklich nicht weiß, wofür ich mir die irgendwie aufbewahren soll. Gibt jetzt eigentlich nicht was, finde ich. Also, ich habe so ein Gefühl, durch Ableithieb bist du sowas von Frecken. Ich habe einen Seidenschal ausgerüstet, also normale Attacken dürfen jetzt ein bisschen stärker sein mit Rückschlag. Na komm her. Natürlich auf 1 reduzieren. Perfekt. Der letzte Rätsel ist ja relativ einfach. Das hat uns wow. Haben wir mehr oder weniger schon die Lösung am Dings hier in der Tür gesehen. Ja, hat verfehlt. Ne, was machst du jetzt? Pokéball. Das mache ich jetzt. Das war mit so einem Superwurf, Kollege. Nicht ein einziges Mal gewackelt. Ja, das war eigentlich nur Überleben. Ja, du hast noch 1,5 Minuten. Dann werfe ich einen verdammten Meisterball. Wie es aussieht, werde ich halt auch missen. Die Dinger übelst anstrengend sind. Oh mein Gott, nicht mal am Wackeln bisher. Nicht ein einziges Mal hat es gewackelt, glaube ich. Okay, Ausblick. Das war mir so ein Superwurf, Kollege. Ja. Oh. Mist, das war knapp. Letzte Regi irgendwie Reggie Ailes Phyllis ist oder wie auch immer der heißt, dieser Präsident von Nintendo. My body is ready. Wohl, ich glaube, der ist nicht mehr Präsident. Ich glaube, sein Body ist fertig. Na, wie heißt der? Ich fühle mich schlecht jetzt, wenn ich nicht den richtigen Namen gesagt habe. Wie heißt der? Reggie? Reggie Fills Amy. Ne, ist immer noch anscheinend. Oh, und währenddessen haben wir Dings gefangen. Pünktlich bei 20 Minuten ungefähr. Sehr cool.
Okay, ich werde mir gar nicht anschauen, was die alles für Wesen haben, die Regis. Sie haben wahrscheinlich sowieso voll die falschen. Reggie Eis kontrolliert bis zu minus 200 Grad Celsius kalte Luft, mit der es alles und jeden seine Nähe im Handumdrehen gefrieren lässt. Wow. So, das ist erstmal ein Stein tragen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen selbsterklärend. Bip, bip, bip. Hey ho, ich bin's Peony. Na, hast du Spaß auf deiner Expedition? Wie bitte? Du bist dem eisgegangenen Reggie Eis begegnet? Tahaha, Wahnsinn, ein echt beeindruckender Expeditionsleiter. Da vergisst dich auch, nach den anderen Giganten auszuschalten. Viel Glück. Okay, guck mal. Oh Gott, hier. So, wo sind die anderen? Reggie Rock habe ich ja schon mit vernünftigen Wesen, meiner Meinung nach. Wo ist Dings? Hier. Eins gehen meistens weil da mit einem Pokéball. Die haben alle neutral Tor, so. Gut, dann packen wir die mal alle hier rein. Ich muss die auf EV trainieren, damit ich keine Dings verballer. Keine. Ich habe gerade gemerkt, die sind alle noch im Eimer. Ja, lass mal heilen. Warte mal, von hier aus kann ich nicht. Bonk. Gut, dann bleibt nur noch einer übrig. Und da lag eine TM oder eine TP, aber ist egal. Werde die sowieso nicht benutzen. Ich werde sowieso nicht speichern, deswegen habe ich nichts davon. Cool. Bin ich ein bisschen blöd, dass wir Reggie Rock in einem anderen Part schon gefangen haben. Lieber alle in einem Part gehabt, aber was soll es doch hier war das, ne? Drei Big Pass. So, und hier müssen wir alle drei haben, ne? Der Steingigant, der Eisgigant, Stahlgigant. Boom. Ja, war einfach. Sind da zwei drinne? Da sind so zwei Zeichen irgendwie. Ne? So, ah, ich habe eine Vermutung. Ich habe schon längst eine Vermutung, ja. Ich das Ding noch mal sehen? Nein. Ich muss wahrscheinlich das Symbol, was hier auf einem dieser Dinger ist, irgendwie da drauf packen, ne? Also, V und E in der Mitte, keine Ahnung. Drei in der Mitte und dann so ein V. Machen wir mal. So. Oder so. Sah doch so aus. Er war halt so. Okay, noch mal. Vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Versuch mal andere. Drei in der Mitte und dann so ein Dingen. Das ist eigentlich so zwei Vs nebeneinander. D3 und hier. Ha! Meine Frage ist, kann ich jetzt dann auch plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Ah, Reggie Bolt oder irgendwie sowas. Geh mal doch neu. Wenn du das untersuchst, wirst du die Schalter auf dem Boden nicht zurücksetzen können. Oh, man muss sich für eins entscheiden. Bist du sicher, dass du mit den Schaltern das Elektromuster nachbilden möchtest? Ja. Leck, okay. Das war schon wieder ein Wahl hier treffen dann. Reggie Lecky. Da fand ich meinen Namen irgendwie besser. Reggie Bolt. Wäre viel cooler gewesen. Na, verdammt, ich kann das Viech nicht. Elektrisieren, paralysieren.
Blitzgefängnis. Was ist das? Was das? Also müssen wir ein Schild nochmal einen Abstecher machen, wahrscheinlich. Ja, kein Ding. Oh, das hält ganz schön wenig aus. Okay. Lässt sich wahrscheinlich genauso schlecht fangen, ne? Regilecki. Wenn ich herausfinde, dass das Ding in Englisch Reggie Bolt heißt, ne? Bin ich verdammt nochmal der Beste. Aber man kann sich dann wieder nur für eins entscheiden, alles klar. Ja. Machen wir das. Ich will jetzt mal gern fangen, ne? Wenn du dagegen hast. Ja, gibt nur noch drei Versuche. Wenn du da nicht drin bist, dann winkt dir ein Meisterball. Ja, war Versuch Nummer eins. Ich will ja andere Regi auch noch dranhängen dann. Oh, da muss ich aber erstmal die anderen alle fangen. Aha, ein Schild. Vielleicht tauscht die rüber. Oh, was ist das denn? Der Elektrizismus. Hört auf zu, das geht alles so schnell weg immer. Kann gar nicht so schnell lesen. Zwei. Nein. Elektronetz. Ja. Oder was ich wahrscheinlich machen werde, ist schweckt in Erinnerung. Was ich wahrscheinlich machen werde, ist, ich werde die anderen beiden Regis fangen wieder hier in Schwert. Okay, Meisterball. Und dann werde ich mal die andere Kombination noch mal versuchen. Wenn ich nicht extra ein Schild noch mal alle erstmal fangen muss und so, ne? Noch mal direkt hier wieder. So, Meisterball hier, Flieg und Sieg. Also was. Boom. Aber kein Regigigas dann. Oh. Was soll's? Ah, neuer Regi. Zeig. Regilecki. Es besteht aus gebündelter elektrischer Energie. Werden die Ringe an seinen Körper entfernt, setzt das ergibt seine verborgenen Kräfte frei. Zum Glück trägt er die dann. Ich möchte schon der Legendennotizen so und so. Wird ein Giganten. Statt Peony Bericht schon wieder. Ah nein, ich kann ja nicht mehr rein und die Dinge aktivieren. Gut, weiß nicht. Welche anderen beiden Dinge auf wieder fangen auf Screen und wir checken dann das andere Teil aus, ne? Klingt nach dem Plan, ja, würde ich dann so machen, ne? Dann warte hier auch noch so ran, dann wird das nicht zu lange und dann haben wir auch alle Regis hier. Abgeschlossenen Transistor und die Stärke von Elektro-Tank, da ist auch mal krass cool. So, wie sieht es Pokédex mäßig aus? Wir müssen jetzt 100 202 haben. Ja, cool. Ja, da wäre sogar der direkt nächste danach gewesen. Gut, finde ich gut. Ja, da müsste hier Arctos kommen, weil das heißt immer Arctos, Zapdos und Lavados, ne? Und dann 1, 2, 3 noch. Hier kommt wahrscheinlich das Schattendingen, ne? Man könnte hier noch, weiß ich nicht. Welcher sehen? Gut. Dann sehe ich euch, wenn ich das andere Regi mal auschecke, ne? Also bis gleich. Okay, wir sind wieder hier draußen und zwar nachdem ich wieder alle Regis gefangen habe und ja, ich würde sagen, wir checken mal out, was das andere Teil ist, wenn ich das richtige Ding hier mal aktivieren würde. So, 3 in der Mitte und dann 3 so nach oben. Okay, gucken wir mal, was das ist. 3 in der Mitte und dann so ein V in der Mitte.
Habe ich irgendwie nicht geschafft zu aktivieren. So. Ein 3 in der Mitte. Und dann so ein V, ne? So. Was mache ich hier falsch? Ah, guck mal. Das sah aber nicht so aus im Dingsee. Aber das sah aber überhaupt nicht so aus draußen. Okay, eine unglaubliche Drachenenergiestrahl von dieser Statue aus. Möchtest du sie untersuchen? Klar. Den Schalter auf diesen Schalter. Bla 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 bla. Ja. Ich will es ja nur erstmal sehen und dann werde ich ja bald beide haben, weil ich ein Schild halt das andere fangen. Oh, Regi Drago erscheint. Krass. Sieht aus wie ein Maul. Hey, guck mal, ich gebe dir so 5 Minuten. Sonst dauert der Part jetzt so lange. Drachenkräfte. Oh Gott. Was ist das denn? Ah! Gott! Mach das nicht noch mal bitte, das war voll weh, das tat voll weh. Hammerarm. Ja, mach das ruhig weiter. So. Ich habe übrigens jetzt alle Regis gefangen mit einem halbwegs passenden Wesen und so. So, das haben wir hinter uns. Ich nur noch für eins von diesen beiden hier entscheiden. So, mal schauen. Ja. So, jetzt habe ich für 2-3 Minuten ein Pokéball. Wenn er da nicht drin ist, dann Meisterball wegen Pokédex-Eintrag. Ne, ist das ein Plan? Ja, gut. Wenn wir ja bei so 38, 35 Minuten irgendwie so was, glaube ich. Dann haben wir sie alle gesehen, alle Regis. Ich habe übrigens auch alle von diesen Spuren gefunden. Oh Gott. Also diese Eisenkern oder Felshöhlenspuren oder was auch immer. Also die Legendären, die damit verbunden sind, die können wir uns dann auch im nächsten Part widmen. Was doch auch nicht schlecht ist, oder? Danach haben wir ja immer noch bald nicht die Vögel. Die gibt es ja auch noch. Hey, gibt es ja viele legendäre Pokémon. Aber was ich erstmal machen werde, ist wahrscheinlich diese beiden Regis da holen. Und das Phantomross in Dingens hier in Schild zu fangen. Damit wir beide Versionen davon haben. Soweit bin ich eigentlich nicht entfernt, hier die Story abzuschießen mit Schild, also Kronen DLC Story. Also sollte halt nicht so lange dauern. So, ich gebe dir 40 Sekunden. Wenn du nicht drin bleibst, dann Meisterball. Will ich ja nur fangen, um hier den Pokédex-Eintrag dazu zu zeigen, ne? Konzentration. Konzentration. Hörte seine Falltrefferrate. Fällt mir ja gar nicht. Na komm. 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 Oh mein Gott, ehrlich. Das hätte doch jetzt so gut sein können. Komm schon. Wir haben irgendwie nichts irgendwie so von so Golems, finde ich. Ja, dann 3, die ursprünglichen waren irgendwie so Golems, übrigens Meisterball hier fristet und Recki, Lecki und Drago, weiß nicht, irgendwie nichts irgendwie so mit Golems zu tun, finde ich. Egal, Regi gefangen. Damit haben wir uns alle Regis hier gewidmet, außer ich brauche beide Regis von dieser Edition, um noch mal irgendwie Regi Gigas oder so zu finden, keine Ahnung. Eine unbeständige Theorie zufolge und seine Arme wie der Kopf eines urzeitlichen Drachen, wie ein urzeitliches Drachen-Pokémon geformt. Okay.
cool. Statt der Peony-Bericht. Ja. Mal schauen. Gut, 202. Cool. Und der wäre die 201. So, dann werde ich jetzt in Schild mich den drei Golems widmen und sowohl Regilecki und Regidrago fangen. Das Polar, das Phantomhaus meine ich, werde ich auch dann in Schild fangen. Wie weit im nächsten Part hoffentlich haben. Und dann widme ich mich diesen drei Pokémon, denen ich bei Sania hier Bericht erstatten muss. Also immer diese drei Pokémon sind. Gut, in dem Sinne sage ich, das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.